Der zweite Petrusbrief. Ich lese die ersten Verse. Simon Petrus, er stellt sich mit seinem vollen Namen vor. Es ist also auch noch der alte Name dabei. Im ersten Petrusbrief hörten wir nur Petrus, ein Apostel Jesu Christi. Mit nachdrücklicher Autorität stellt sich der Apostel vor in einem Rundschreiben an die Gemeinden im kleinasiatischen Raum, im Osten des Römischen Reiches. Der Apostel schreibt ihnen. Im zweiten Brief haben wir einen anderen Ton. Er nennt sich Simon Petrus, Simon, der Versager, der Vorlaute, der Vorschnelle, der sich selber gegürtet hat, als er jung war, der nun älter wird, wo der Herr ihn gürten wird, ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst, Simon Petrus. Jetzt haben wir einen Zusatz, ein Knecht und Apostel Jesu Christi. Das ist ja eingefügt, nicht nur Apostel, sondern ein Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die mit uns eben denselben teuren Glauben überkommen haben, in der Gerechtigkeit, die unser Gott gibt, und der Heiland Jesus Christus, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Das ist ein Brief, wie alle Briefe im Neuen Testament, der einen Eingang hat. Der Verfasser stellt sich vor, am Anfang steht der Absender, dann kommt der Segensgruß. Es ist ja nicht irgendwie ein weltlicher Brief, auch kein Geschäftsbrief, sondern es ist ein Brief von Gott und Gott gebraucht Schreiber auf dieser Erde, seine Knechte, die Apostel. Die meisten Briefe haben wir vom Apostel Paulus. Er beginnt alle die Briefe, so wie hier auch Simon Petrus. Das war so die Art und Weise in der damaligen Zeit im großen römischen Weltreich. Man schrieb natürlich Griechisch. Griechisch war die Weltumgangssprache mit einem Siegeszug ohne Gleichen. Hat Alexander der Große begonnen, 333 vor Christus, Europa und den Orient zu erobern. Ein riesiges Reich, das ging rauf bis nach Afghanistan, runter bis nach Indien, bis nach Ägypten, bis nach Libyen, bis nach Tunesien. Natürlich ging es dann später über Griechenland hinaus nach Westen. Und da hat sich die griechische Sprache und Kultur durchgesetzt. Das ist ein großes Geheimnis. Im 17. Kapitel von Daniel heißt es, der vierköpfige Leopard, der vier Flügel hat, vier Köpfe, und der mit Windeseile über den Erdball saust durch die Völkerwelt. Das war das Weltreich Griechenland, das zerfiel in vier Reiche, wurde aber nach 300 Jahren wieder von den Römern mit eiserner Knute vereint zum riesigen römischen Weltreich. Und da war die Zeit erfüllt. Da hat der Herr das Erlösungswerk vollbracht und dann konnten die Apostel ohne Grenzen, ohne Schwierigkeiten, ohne Sprachbehinderungen, weil man überall Griechisch sprach. Auch der zweite Petrusbrief ist in einem sehr guten Griechisch geschrieben, so sagen uns die Fachleute. Dann konnte das Evangelium laufen bis nach Spanien, bis nach Illyricum. Bis an die damalig bekannten Enden der Erde, bis an die Donau, bis an den Rhein, bis an die damaligen Enden der Erde. Es war alles vorbereitet. Es waren die besten Straßen gebaut. Die Römer haben ja Straßen für ihre Soldaten gebaut. Der Schiffsverkehr funktioniert ja einwandfrei. Eine Linienschifffahrt über das Mittelmeer. Dort war alles in bester Ordnung. Die Seeräuber sind ja schon längst zur Zeit Cäsars gekreuzigt worden. Die Straßenräuber wurden gekreuzigt, da blieb nicht ein einziger übrig. Es war die berühmte Pax Romana, der Friede des Römischen Reiches. Und da hinein ziehen die Apostel ohne Behinderung, so auch im Osten des Römischen Reiches, diese kleine asiatische Halbinsel, oben ist das Schwarze Meer, dann kommt unten das Mittelmeer, wir wissen ja, wie die heutige Türkei aussieht. Und dort war Paulus auf der ersten Missionsreise. Dort waren lebendige Gemeinden entstanden. Und Petrus schreibt nun an diese Gemeinden. Der erste Petrusbrief war ein Trostbrief. 15 Mal hörten wir Leiden.
Aber man spürt, dass der Sinn von dem ersten Petrusbrief war, dass die Gläubigen sich im Leiden bewähren sollen. Du gingst, o Jesu, unser Haupt, durch Leiden Himmel an und führest jeden, der da glaubt, mit dir die gleiche Bahn, durch Leiden zur Herrlichkeit. Das war die Botschaft des ersten Petrusbriefes. Der zweite Brief hat eine etwas andere Botschaft, hat ja nur 3 Kapitel. Er zerfällt auch in 3 Teilen. Er hat einen ermahnenden Teil, einen belehrenden Teil und einen warnenden Teil. Es geht auch hier hauptsächlich um Irrlehrer. Dabei merken wir, dass wir der Heimat immer näher kommen, beziehungsweise was hier der Apostel Petrus schreibt, dass der Apostel Petrus davon redet, dass er bald seine Hütte ablegen muss. Und wir wissen ja, aus der Kirchengeschichte jedenfalls, er soll ja bei der Christenverfolgung unter Nero gekreuzigt worden sein, ist viel christliche Fantasie dabei. Wir wissen nichts Genaues, aber etwas Wahres muss dran sein und Paulus soll enthauptet worden sein. Wir wissen ja, dass 64 nach Christus Rom gebrannt hat. Am 19. Juli stand der wahnsinnige Kaiser Nero auf den Zinnen seines Palastes mit seiner Leier in der Hand und deklarierte den Untergang von Troja, als Rom brannte. Da fiel natürlich der Verdacht auf ihn. Es sind, glaube ich, 14 Stadtteile niedergebrannt. Es war unheimlich. Und dann wurde die Schuld schnell auf die Christen geschoben, weil der Brand entstanden war, da wo eben mehr Juden wohnten. Und das war ja früher eins, die Juden, die kamen aus den Christen heraus. Und die Juden schoben es auf die Christen. Und am 19. Juli, es war dieser schreckliche Tag, 64 nach Christus, da fing die erste Christenverfolgung an. Das ist uns ja alles bekannt, wie die Menschen den Löwen vorgeworfen wurden. Und man sagt, dass nach dieser Zeit, ab 64 bis 68, Nero hat 68 Selbstmord begangen. Er musste, er konnte nicht mehr weiter. Das ist eine eigene dramatische Geschichte. Dann kam ein 3-Kaiser-Jahr, wenn man so will. Und dann blieb da eine Kaiser, der Titus, der Vespasianus übrig. Und er schickte dann seinen Sohn Titus ein Jahr später nach Jerusalem. 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört. Und in dieser Zeitspanne, 64 bis 70, muss es sein, dass Petrus seine Hütte abgelegt hat. Ich darf das gleich vorweggreifen. In Vers 12 bis Vers 15 in Kapitel 1. Darum will ich nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, wiewohl ihr wisset und gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit. Ich achte es aber für billig, so eine schöne Luther-Übersetzung, nicht? Für selbstverständlich, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erinnern und zu erwecken. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald ablegen muss. Man könnte also sagen, sind also schon der Anfang der 60er Jahre, so könnte man sagen. Ungefähr 30 Jahre, nachdem unser Heiland den Kreuzestod dort vor der Stadtmauer in Jerusalem starb. So haben wir ungefähr einen Anhaltspunkt, wann Petrus den ersten Brief geschrieben hat. Er muss bald seine Hütte ablegen. Endlich kommt er leise, nimmt uns bei der Hand. Sie kennen dieses schöne Lied. Und dann zieht Heimweh durch die Seele, Himmelstau erfüllt unser Herz. Und dann zieht's uns himmelwärts, meine Heimat ist dort in der Höhe. Der Tod ist für den Gläubigen nicht etwas Schreckliches. Der Heilige Geist bereitet einen Gläubigen unter normalen Umständen vor, dass wir vorbereitet werden, wenn uns der Herr ruft, wenn wir langsam aber sicher unsere Zelte abbrechen, wenn wir auch das Irdische alles ordnen. Wir haben ja keinen Propheten wie im Alten Testament, dass der Prophet kommt und sagt zu Hiskia, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Das ist heute nicht. Wir haben den Heiligen Geist selbst in uns, der uns darauf vorbereitet, manchmal auch junge Leute. Ich hörte gestern Abend wieder eine Frau gestorben mit 42 Jahren. Unfassbar. Im November krank geworden, im Januar beerdigt. Und das nimmt ja heutzutage überhand. Eine unserer besten Kontaktpersonen in der ehemaligen Sowjetunion, in der Ukraine, ist gestorben. Blutkrebs. Von Tschernobyl. Die Leute sterben, man hängt das nicht an die große Glocke, man verschweigt das. Alles im Umkreis rauf nach Weißrussland.
wo diese furchtbaren Wolkenschwaden mit diesem Atomgift hingetrieben wurden. Sie sterben an Blutkrebs. Ein starker Mann, wenn ich den sehe, wenn der auf der Kanzel stand, wenn er seinen Mund auftat, wenn der betete, wenn wir zusammen gesungen haben, wir haben fast immer in seinem Hause gewohnt. Tja, er ist schon längst beerdigt. Am 19. August hat man seine sterblichen Leib der Erde übergeben. So schnell kann das heute gehen. Rasch tritt der Tod den Menschen an. Es ist ihm keine Frist gegeben. Er stürzt ihn mitten in der Bahn. Er reißt ihn fort vom vollen Leben. Bereitet oder nicht zu gehen. Er muss vor seinem Richter stehen. Ob wir bereitet sind oder nicht, das ist natürlich für die Welt gesagt. Das ist Friedrich von Schiller. Bereitet oder nicht zu gehen. Aber wir sind ja bereitet. Der Heilige Geist bereitet uns ja dazu. Und Petrus hat jetzt ein großes Anliegen, das hier im zweiten Brief seine Empfänger, die Zuhörer, die Leser dieses Briefes, dass sie sich bereiten und dass sie, wenn der Herr ruft, bereit sind, innerlich bereitet sind, vorbereitet sind, zubereitet sind, vollbereitet sind. Jetzt sind wir bereit, dem Herrn zu begegnen, um dort zu sein, wo wir ewig, ewig sein werden. Solange man auf dieser Erde ist, dann denkt man immer noch, ach ja, das ist ja noch nicht so weit. Und man rechnet immer mit den berühmten 70, 80 Jahren. Nicht unser Leben wird da 70 Jahre, wenn es hochkommt. 80, ach, in unserer Familie, wir sind alle über 80 geworden. Also werde ich auch über 80. Und was wir alle so für fromme Wünsche haben. Ja, ihr Lieben, das ist nicht ganz vom Geist. Der Geist Gottes bereitet uns vor. Nun, dieser zweite Petrusbrief hat das Kommen des Herrn sehr im Vordergrund, sehr. Wir werden es ja dann später noch in den nächsten Versen und Kapitel hören. Der erste Teil, den wir heute betrachten wollen, können wir mit einer Überschrift übersehen. Der Wandel in der Heiligung, davon spricht er nun Petrus ganz besonders, der Wandel in der Heiligung ist die Grundbedingung auf das Kommen des Herrn. Es geht ja um das Kommen des Herrn. Und ich habe versucht, das Thema so zu fassen. Wir wollen jetzt erst die ersten 15 Verse durchgehen, dass wir immer wieder hören, Kommen des Herrn. Das Kommen des Herrn. Maranatha. Unser Herr kommt. Maran ist der Herr. Martha ist die Herrin. Ist aramäisch. Ist ins griechische Testament übergegangen. Maranatha. Unser Herr kommt. Ja, aber er kommt, sicher. Wenn wir jetzt zurückdenken und Petrus wäre noch in unserer Mitte oder könnte das irgendwie beobachten, was wir hier predigen. Tja, das ist ja schon bald 2000 Jahre zurück, wo der Herr für den Petrus gekommen ist. Und so geht es auch uns. Man schaut einmal zurück. Wenn ich an meine Großmutter denke, die anderen habe ich nicht kennengelernt, die sind alle umgekommen, Ersten, Zweiten Weltkrieg gefallen, von den Granaten zerrissen. Na, ihr wisst ja, was Krieg bedeutet. Tja, sie war so die Einzige, die übrig blieb, erzählte, als sie Kind war. Beim Kaiser Wilhelm, wie das damals war. Tja, sie sind auch schon bald 40 Jahre tot. Und wenn wir zurückschauen, die sind auch schon tot. 40 Jahre tot, 20 Jahre tot. Ihre Eltern, ach, was habe ich von denen gehört? Ich habe sie wohl als Kind gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Sind auch schon wieder 60, 70 Jahre tot. Das heißt immer nur tot. Von dieser Erde aus gesehen, die sind alle schon tot. Das ist ein Sterbehaus, in dem wir leben. Immer noch tot. Tja, nun haben wir eine Hoffnung. Der Herr kommt. Wir werden im Leibe nach auch sterben, aber wir sind nicht tot. Wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Das gibt keinen Tod für uns. Es ist ein Übergang. Es ist eine Umkleidekabine, das irdische Sterben. Wir haben das ewige Leben in uns. Simon Petrus, der Knecht und Apostel Jesu Christi, schreibt uns nun von dieser Hoffnung, dass der Herr kommt. Im Eingangsgruß betont er sehr stark den mit uns überkommenen teuren Glauben in der Gerechtigkeit, die Gott gibt, unter Heiland Jesus Christus. Das ist für Petrus das Wichtige. Wir haben im Judasbrief ähnliche Anklänge. Im Judasbrief steht mir die Heiligung im Vordergrund. Petrus spricht ja von der Gerechtigkeit. Je älter man wird, umso mehr spürt man, wie ungerecht und unerlöst das alte Fleisch ist. Da kann man sich nur bergen in Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist unser Schmuck und unser Ehrenkleid. Deswegen spricht er hier davon. Wir haben überkommen den teuren Glauben
in eben derselben Gerechtigkeit, die Gott gibt, die unser Heiland Jesus Christus gibt. Das ist dem Petrus wichtig. Und davon spricht er nun, besonders hier in den ersten Versen vom ersten Kapitel, wie sich diese Gerechtigkeit in unserem Leben auswirkt. Natürlich der allgemeine Friedensgruß. Ich wiederhole mich, wir haben das schon sehr oft gehört. Das ist Hebräisch, Shalom Uvracha, Shalom Friede und Segen sei mit euch. Und dieses Wort Shalom Uvracha, Friede und Segen sei mit euch, ist nun in die griechische Sprache etwas umgewandelt worden. Da heißt es dann in Vers 2, Gott gebe euch viel Gnade und Friede. Segen und Gnade hat sie dann etwas verwandelt im Griechischen und Friede ist geblieben. Der Shalom, der Friede. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Jetzt müssen wir hier unterbrechen, wieder einen extra Exkurs machen und sagen, liebe Geschwister, wir müssen hier noch eine extra Bibelwoche anhängen. Jetzt müssen wir darüber sprechen, dass wir Gnade und Friede von Gott bekommen durch die Erkenntnis Gottes, durch die Erkenntnis Jesu Christi, unseres Herrn. Gnade und Friede ist nicht irgendetwas Seelisches, was irgendwie durch die Luft fliegt und dann haben wir plötzlich so ein wonniges Gefühl hier auf der linken Gegend, wo unser Herz da drunter ist, dieser Muskel, der hier schlägt. Irgendwelche seligen Gefühle, dass uns die Tränen kommen. Nein. Durch die Erkenntnis Gottes, durch die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, bekommen wir Gnade, bekommen wir viel Gnade, viel Frieden. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt kommt aus dem Worte Gottes. Das Wort Gottes gibt uns die Erkenntnis über Gott. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17. Das ist das Erste, was der Heiland betet in seinem hohen priesterlichen Gebet. Da hob Jesus seine Augen auf und sprach, Vater, die Stunde ist da, dass du deinen Sohn verklärest, auf dass der Sohn dich auch verkläre, dass er gebe das ewige Leben alle, die du ihm gegeben hast. Und dann kommst. Das ist aber das ewige Leben. Dass sie dich erkennen, dass sie den erkennen, den du gesandt hast, dass sie Jesum Christum, deinen geliebten Sohn, erkennen. Hosea klagt und weint und schreit. Jeremia sagt, dass meine Augen Tränenquellen wären, zu beweinen die Erschlagenen meines Volkes. Warum? Mein Volk geht zugrunde. Warum? An Mangel der Gotteserkenntnis. Die Gemeinden gehen zugrunde, die Kirchen gehen zugrunde, an Mangel an Gotteserkenntnis. Ich hatte heute Morgen noch ein Erlebnis, das erzähle ich vielleicht mal später. Da sieht man kurz, 3 Minuten, ich hatte mich etwas verspätet, es musste mich beeilen, dass ich hier nicht herkam. Die Leute haben keine Gotteserkenntnis, die wissen von nichts, die wissen von gar nichts. Die glauben vielleicht an ein Märchen. Jesus ist irgendeine Märchengestalt. Und was die mittelalterlichen Maler ihnen noch alles vorgemalt haben, das bisschen wissen sie vielleicht. Das deutsche Volk geht zugrunde, weil sie keine Gotteserkenntnis haben. Die evangelischen Kirchen gehen zugrunde, weil sie keine Gotteserkenntnis, keine Christuserkenntnis haben. Kritisiert sie von den anderen. Könnten jetzt von der Welt reden, vom Islam, vom Buddhismus. Also was Islam bedeutet, das braucht mir kein Mensch erzählen. Seit 1969 habe ich besonders durch unsere Israelreisen, später Ägyptenreisen, noch später Reisen rüber nach Jordanien. Gibt ja auch 2 Millionen Mohammedane, 2 Millionen Araber in Israel. Mir braucht keiner zu erzählen, was Islam ist. Braucht mir keiner zu erzählen. Da ist keine Gotteserkenntnis. Die gehen alle zugrunde, auch wenn sie jetzt ein großes Wort in dieser Welt haben. Und wenn sie diese zwingende Waffe in der Hand haben, diese Erpressung mit dem Erdöl, das geht alles vorüber. Wir wollen uns nicht blenden lassen vom Augenblick. Wir brauchen Gotteserkenntnis. Auch der Kölner Dom und der Ulmer Münster und was es alles für Riesenkirchtürme gibt. Und erstmal die großen gotischen Kathedralen in Frankreich. Ich bin ein ganzes Jahr in Frankreich gewesen. Ach, jede freie Minute ins Auto gesetzt. Und dann waren wir in dieser Riesenkathedrale von Reims. Da hängt immer noch die Fahne von der Jungfrau von Orléans. Wo sie vorangezogen ist mit dieser Fahne. Die Franzosen, die haben ein bisschen mehr Geschichtsbewusstsein als die Deutschen. Mit dem deutschen Michel, da denkt man manchmal, das ist wirklich ein Michel. Wenn man so überlegt, was überhaupt ja kaum noch etwas, ein Gefühl für sein Vaterland.
Und in Frankreich wird das alles und in England erstmal fein aufbewahrt. Ja, wenn man diese Kathedralen sieht, und wo ist die Gotteserkenntnis? Die alten Fahnen hängen da. Ach, und da wird einem erklärt, was sie hier gebaut haben, wie lange Jahrhunderte haben sie gebaut. Notre Dame soll ja bis heute nicht fertig sein, nicht? Da fehlen immer noch die beiden Kirchtürme oben drauf, es fehlt ja das Geld. Dann ging die Zeit darüber hin, die Generationen starben. Gewaltige Kirchen, Notre Dame de Paris und was wir da alles aufzählen können. Das ist aber keine Gotteserkenntnis. Es gibt ja kaum ein Land, das geistlich so dunkel ist wie Frankreich. Und deswegen kam eben die französische Revolution mit der großen Lüge, wo wir heute noch belogen werden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wir kennen das. Und dann rollten die Köpfe und dann floss das Blut. Oh, ihr Lieben, die Welt geht zugrunde. Sie haben keine Gotteserkenntnis. Adam hatte Gott verloren und er fürchtete sich. Warum fürchtest du dich, Adam? Warum versteckst du dich? Ich habe die Erkenntnis Gottes verloren. Und so geht es durch das Alte Testament hindurch. Da sieht man, wie Gott um den Menschen kämpft. Und hier, auch im Petrusbrief geht es weiter. Gott gebe euch viel Gnade. Gott gebe euch viel Friede. Durch was? Durch die Erkenntnis Gottes. Wir haben nur viel Gnade und viel Friede, wenn wir viel Gotteserkenntnis haben. Und die bekommen wir nur durch die Heilige Schrift. Wir müssen wissen, was geschrieben steht. Und damit wir wissen, was geschrieben steht, müssen wir die Bibel lesen. Lesen wir denn die Bibel? Na, wissen Sie, ich bin lange genug unter dem Volke Gottes. Man sieht und beobachtet vieles. Man macht mit vielen Menschen Kontakt. Und dann merkt man schon einer, ob einer in der Bibel zu Hause ist oder nicht. Da fehlt viel Gotteserkenntnis. Da wird so manches erzählt, was überhaupt nicht vor der Schrift standhalten kann. Petrus wünscht denen das, den Gemeinden im Osten des Römischen Reiches. Und bleibt gleich bei diesem Stichwort Erkenntnis. Wahre Gotteserkenntnis. Das ist das ewige Leben. Er redet nicht vom Wissen. Nein. Er redet nicht vom Theologiestudium. Oh nein. Er redet von Gotteserkenntnis. Die schwäbischen Bauer und Schuster, die hatten Gotteserkenntnis. Sicher, es gab auch gelahrte Leute, wie es früher heißt. Ja, der Johann Albrecht Bengel, der las ja das Neue Testament nur in Griechisch, was der Mann geleistet hat. Schon mit 65 Jahren gestorben. Richtig, richtig, richtig. Es gab gelehrte Leute, aber es gab auch viele Bauern und Schuster, durch die Gott wirken konnte. Die hatten Gotteserkenntnis, weil sie in der Schrift zu Hause gewesen sind. Und das betont jetzt der Apostel Petrus, da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gerechtigkeit geschenkt hat. Überlegt mal, was hier steht. Nachdem allerlei, sagt Luther. Das ist kein buntes Allerlei, nicht? Nein, nein. Alles heißt das. Nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, uns geschenkt ist. Das ist uns geschenkt. Das können wir uns nicht erarbeiten oder verdienen. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend. Das ist uns geschenkt, nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichem Wandel dient, uns geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Das ist ja das Wort aus 1. Petrus 2, Vers 9. Das nimmt hier der Apostel wieder auf und sagt, bitte, er hat uns berufen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. So verkündigen die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. So, das nehmen wir hier wieder auf. Das ist uns geschenkt. Göttliche Kraft, göttlicher Wandel, Herrlichkeit und Tugend durch die Erkenntnis des. Wer keine Gotteserkenntnis hat, kann nicht richtig wandeln. Der kann kein Gott wohlgefälliges Leben führen. Und das sind ja immer so die Märchen, die dann durch alle Gemeinden und Kreise und Gläubigen Häuser und Herzen gehen. Ach ja, Hauptsache der Wandel stimmt. Wissen Sie, ich weiß nicht so genau, was da in der Bibel steht und was Sie da vorne erzählen von dem Griechischen und Hebräischen und vom Apostel Paul. Das weiß ich nicht so. Aber Hauptsache der Wandel stimmt. Wenn auch die Lehre nicht ganz klar ist, Hauptsache der Wandel stimmt. Der Wandel kann gar nicht stimmen. Du machst die Waschmaschine kaputt, wenn du nicht die Gebrauchsanweisung durchliest und ständig auf die falschen Knöpfe drückst. Du machst deinen Katalysator kaputt,
Wenn du nicht erstmal bei dem Auto das liest, dass du beim Anlassen nicht mehr weißt, wie auf den Gashebel drücken darf, da fährst du nicht lange, dann bricht alles auseinander. Das geht nicht. Es gibt überhaupt keinen Wandel ohne das klare Wort Gottes. Du weißt ja gar nicht, wie du wandeln sollst, wo, um welche Kurve es geht, über welche Berge es geht. Du musst dich erstmal vertraut machen mit dem Wort Gottes. Das ist die Landkarte. Das ist die Gebrauchsanweisung. Das ist die Lehre. Und die muss erstmal stimmen. So, und wenn du das erstmal richtig studiert hast, dann kannst du wandeln. Das steht hier geschrieben, steht göttliche Kraft und göttlicher Wandel durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind. Nämlich, hier zählt Petrus auf, was das für Verheißungen sind, dass ihr dadurch teilhaftet werdet der göttlichen Natur. Bitte. Aber man wird der göttlichen Natur nur teilhaftig, wenn man erst die Natur Gottes erkennt. Die Erkenntnis des, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Dann erst, ihr Lieben, dann erst können wir Gott erkennen. Dann werden wir umgestaltet in sein Bild, in seine göttliche Natur. Und so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Das ist doch heute eine Predigt, ein Wort. Ach, man kann es ja nicht rausstreichen, rausreißen. Es gibt zu viele Bibeln auf der Welt in über 2000 Sprachen, Bibel und Bibelteile und Neue Testamente. Man kann es ja mir wieder mal vergleichen, das steht nun mal da, aber das wollen wir schön totschweigen, dass das geschrieben steht. Der vergänglichen Lust der Welt fliehen, dann darf ich ja gar nichts mehr. Ein Christ darf ja gar nichts mehr. Ach, ist das schrecklich, ein Christ zu sein. Ist ja alles verboten, dem Christ sein. Und dann wird das so durch viele Unwahrheiten vernebelt und totgeschwiegen. Petrus sagt, wenn ihr fliehen, die vergängliche Lust der Welt, dann werdet ihr in der Kenntnis Gottes zunehmen. Ihr müsst den alten Schrott, den alten Schutt eures alten Lebens ausräumen. Ihr müsst den Garten eures Herzens mal richtig durchgraben und immer wieder durchgraben und immer wieder mit der Harke oder mit dem Rechen oder mit der Hacke da drüber ziehen, damit endlich diese tiefen Unkrautwurzeln herauskommen. Und dann erst kann die göttliche Natur wachsen. Das sitzt ja so tief in uns drin, all dieser eitle Wandel der Vorväter, wie Petrus im ersten Brief sagt. Er sagt, die göttliche Kraft, der göttliche Wandel und die göttliche Natur wird uns geschenkt durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat zu seiner Herrlichkeit. Wir müssen Christus anschauen, dass wir ihn erkennen. Wir müssen uns hinein vergraben, hinein vertiefen, sonst geht es nicht, ihr Lieben. Früher haben die Leute noch vom Hören gelebt. Wer hatte schon eine Bibel? Wer konnte schon lesen? Dr. Martin Luther und der Comenius, die haben das Volksschulwesen, Lesen und Schreiben, Bibel und Katechismus eingeführt. Das hat sich dann immer mehr durchgesetzt, besonders Preußen war Vorreiter durch Friedrich den Großen. Wenn sie auch nicht ausgebildete Lehrer hat, aber irgendeinen so alten, ausgedienten Korporal, der den Leuten, der den Kindern mehr mit dem Stock als mit seiner Weisheit Lesen und Schreiben beibrachte. Aber wichtig war der Katechismus, wichtig war die Bibel, wichtig war das Gesangbuch. Hier lag die Weisheit. Und das andere kam noch dazu. Die Bauern konnten ja rechnen, das kluge Bäuerlein, das wird schon genau gewusst haben, wenn er Schweine und Ochsen verkauft hat, wie viel Geld er bekommt. Das war nicht so nötig, dass sie alle so eine hohe Bildung hatten. Und da ist eben das Volksschulwesen mehr und mehr eingedrungen. Und jetzt, wo wir in der Abfallzeit leben, kommen immer mehr christliche Bekenntnisschulen, jedenfalls bei uns oben. In unserer Nachbarstadt haben sie 2 Bekenntnisschulen, weil eine zu wenig ist. Weil so viele Kinder kommen. Und weil viele Weltmenschen ihre Kinder auf diese Schulen schicken. Weil sie sehen, wie es zugeht in den anderen Schulen. Wie mit Rausch gehandelt wird. Wie sie halt totschlagen auf den Schulhöfen. Gräulich ist das. Wir haben ja auch so ein Seelensilo. Und ich bin ja, seit unsere Kinder aus der Schule waren, musste ich nicht mehr hin. Aber dann musste ich doch noch mal für ein Jahr hin.
seine eigene Geschichte. Tja, als ich in diese Seelensiedler wieder reinkam, du liebe Zeit, hier sind mal deine Kinder gewesen. Und da stinkt nach Rauch. Und die jungen Mädchen alle, ach, diese 13, 14-Jährigen, wie sehen die alle aus? Die sehen ja aus wie Oma. Was haben die für ein sündiges Leben schon hinter sich, diese armen Kinder? Tja, das ist Welt. Und es gibt in Welt Menschen, die schicken ihre Kinder auf die christliche Schule. Und der Direktor hat jetzt gesagt, beim Einschulen, und das war jetzt Ende August, hat er gesagt, wenn die Kinder nach Hause kommen, so sollen die Eltern die Kinder freundlich empfangen, dass sie die Kinder bei den Eltern die Herrlichkeit Jesu Christi spüren. Dass sie spüren, hier sind Eltern, die glauben an den Herrn Jesus. Denn die Lehrer bemühen sich. Sicher, die können nur rechnen und schreiben, klar. 2 und 2 bleibt 4, da ändert sich nichts. Aber die fangen erstmal mit einer Morgenandacht an. Jeden Tag. Jeden Tag. Es ist doch ein anderes Niveau. Ein anderes Milieu. Na, könnte man sagen, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Gewiss. Aber warum sind denn diese Schulen so voll? Freiwilligkeitsschulen. Wo die Eltern Schulgeld zahlen müssen und nicht alle haben so das Geld, wo viele Kinder sind. Ist gar nicht so einfach. Ihr seht also, in welch einer Zeit wir leben. Der Apostel Petrus ermahnt uns nun, ich komme zum Thema zurück, nur durch die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi bekommen wir viel Gnade, viel Frieden, viel göttliche Kraft, können wir göttlich wandeln, wird uns alles geschenkt durch die teuren Verheißungen, die brauchen wir nur in Anspruch nehmen, und wir werden teilhaftig der göttlichen Natur. Darum geht's. Natürlich muss man der vergänglichen Lust der Welt fliehen. Wenn wir dann am Sonntag um 11:30 oder um 12 aus dem Gottesdienst kommen und mit zitternden Händen gehen wir ins Wohnzimmer, machen den Fernsehapparat an. Früher gab es ja mal den Frühschoppen. Bin lange genug im Gemeindedienst gewesen, um das beurteilen zu können. Wie oft habe ich das erlebt? Die Leute waren kaum raus aus dem Gotteshaus. Da saßen sie schon wieder vor dieser Filmerkiste. Bertha Isselmann sagt, vor diesem Glotzophon. Tja, das ist wirklich ein Glotzophon. Ja, da kann natürlich nichts wachsen. Gar nichts kann da wachsen, ihr Lieben. Hier heißt es aber, wenn wir der vergänglichen Lust der Welt fliehen, dann werden wir teilhaftig seiner göttlichen Natur. Und unser Volk geht zugrunde. Sie wissen nichts von Gott und seiner Gnade. Sie wissen nichts von Jesus Christus. Das ist die Not in der Zeit, in der wir leben. Nun, ich nehme jetzt den Normalfall an, dass wir der vergänglichen Lust der Welt fliehen, weglaufen, einfach weglaufen. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Wir gehen da gar nicht hin. Fertig aus. Dann heißt es ja weiter ab Vers 5, so wendet all euren Fleiß daran. Gläubige Menschen sind fleißige Menschen. Wendet euren Fleiß daran. Ich bleibe jetzt mal bei der Luther-Übersetzung. Und reiche da in eurem Glauben die Tugend. Also der Glaube bleibt nicht nur ein Wort, nicht nur ein Lippenbekenntnis. Ist ja auch zum Teil eine einseitige Belehrung, wenn in den Kirchen das Glaubensbekenntnis gesprochen wird oder heruntergeleiert wird. Dr. Martin Luther hat gesagt, der größte Märtyrer der Christenheit ist das Vaterunser, weil das, wer weiß wie, gedankenlos von den Leuten heruntergesagt wird, nicht von allen, aber doch von einem großen Teil der sogenannten Christenheit. Und genauso ist beim Glauben oder Glaubensbekenntnis. Oder wie es in Hamburg dort oben ging, da kam auch der Pfarrer zu Besuch. Ach, sagte die Frau, wir haben unser Glaubensbekenntnis. Ich hol's gerade mal. Tja, da ging sie auf den Boden. Da suchte sie das Glaubensbekenntnis. Da kam sie runter und machte das Buch auf. Und da fiel alles auseinander. Die Mäuse hatten das Glaubensbekenntnis zerfressen. Eine wahre Geschichte, ihr Lieben. Das ist nicht gemeint. Nicht einfach einen Glauben mit den Lippen bekennen. Hier heißt es, da reichen in eurem Glauben die Tugend, seht ihr das? Wir wissen, was Tugend ist. Wir wissen, was ein tugendsames Mädchen ist. Wir wissen, was ein tugendsamer Mann ist. Jetzt können wir alle Attribute aufführen, die zur Tugend gehören. Das würde wahrscheinlich zu weit führen, dass also aus dem Glauben
kommt die Tugend. Das ist die geistliche Tüchtigkeit, die geistliche Entschiedenheit. Das ist eine Tugend. Ist ja vieles Tugend, Pünktlichkeit und Ehrlichkeit. Alle diese Worte, die wir nicht so im Irdischen haben. Den Baum kann man sehen. Aber wo kann man sehen die Ehrlichkeit? Wo kann man sehen die Tüchtigkeit? Das ist eine Tugend. Das sind irre, unsichtbare Werte, die aber sichtbar werden. Durch den Glauben reiche da Tugend, in der Tugend reiche da Erkenntnis. Aus der Tugend wächst nochmal die Erkenntnis heraus. Übe dich in der Gottseligkeit. Wenn Gott uns seinen Frieden, seine Gnade schenkt, bekommen wir die Erkenntnis. Wenn wir der vergänglichen Lust der Welt fliehen und uns im Worte vertiefen, bekommen wir Erkenntnis. Aber wenn wir uns im Glaubensleben üben, in der Tugend eines gläubigen Menschen, da wächst von innen die Erkenntnis heraus, die wir irgendwie selber bekommen, die von selber wächst, die einfach aus den Umständen, aus dem Wandel, aus der Nachfolge Christi erwächst. Wenn man das und das tut zur Ehre des Herrn, auf einmal merkt man, man ist gestärkt, man hat sich bewährt. Daraus kommt die Tugend, daraus kommt die Erkenntnis. Ja, das haben wir erfahren. Was denn? Nur als wir damals das und das gemacht haben, das war sehr schwer für uns. Und auf einmal haben sie die Erkenntnis, siehst du, es war doch richtig. Es war doch richtig, dass wir das getan haben. Jetzt haben wir die Erkenntnis gewonnen in diesem Kampf, in dieser Auseinandersetzung, in diesem treu beharren, dem Herrn Jesus nachzufolgen, ihn nicht zu verleugnen. Da bekommt man plötzlich die Erkenntnis, bloß gut, dass ich so gemacht habe. Siehst du, es war doch richtig. Das ist die Erkenntnis, die aus der Christus-Nachfolge erwächst. In der Kenntnis Mäßigkeit, das heißt ja eigentlich Enthaltsamkeit, Dr. Martin Luther übersetzt Mäßigkeit, wird ja auch meistens mit Selbstbeherrschung übersetzt, oder Selbstbeherrschung. Ich darf vielleicht doch noch gerade mal das aufschlagen, wo der Apostel Paulus das schreibt. Es ist im 1. Timotheusbrief, soweit ich das in Erinnerung habe. Nein, es ist im 2. Timotheusbrief. Kapitel 1, 2. Timotheus, da geht es auch darum, dass das daraus erwächst, diese Mäßigkeit, diese Selbstbeherrschung, dass wir Christus gehören, dass wir Christus dienen und ihm nachfolgen. Ja, ich habe es jetzt nicht gegenwärtig. Das ist auch schon öfters in der Jahreslosung gewesen. Das kommt ja auch alle 10 Jahre wieder. Jedenfalls Mäßigkeit, Selbstbeherrschung. Tja, das muss man sich schon selbst beherrschen, wenn man heute in ein Kaufhaus geht. Da kann die Wohlstandskriminalität über einen kommen. Da wird gekauft und gekauft und gekauft. Und besonders, wenn man kein Geld hat, das macht nichts. Wir geben Ihnen Kredit. Nein, Sie müssen jetzt doch nicht bezahlen. Wie oft erlebt man das, wenn so einfältige Leute sagen, aber ich habe kein Geld, ich kann jetzt... Was, Sie wollen jetzt bezahlen? Das tut doch kein Mensch mehr. Jetzt sofort bezahlen, das hat Zeit, lassen Sie mal. Und die Kaufhäuser schicken Ihnen alles ins Haus. Dann kommen dann die Päckchen und Pakete, ja, das können Sie dann später bezahlen. Sie können es auch wieder zurückschicken, gar kein Problem. Ja, ihr Lieben, wir kommen ja in einen Rausch hinein, in einen Kaufrausch, in eine Vernebelung. Gerade wir müssen das Wort Mäßigkeit hören, Selbstbeherrschung. Auch gerade wenn es ums Auto kaufen geht oder ums Kleider kaufen. Ach, was man da alles aufzählen könnte, das ist ja ein Fass ohne Boden. Das ist ja eine Verführung in einem Urwald, der ist ja undurchdringlich. Selbstbeherrschung, Mäßigkeit, das brauchen wir besonders in unserer Zeit, wo immer noch die Nachwehen sind vom Wirtschaftswunder. Das wird ja schwierig, auch im Musterländle. Die Arbeitslosenzahl steigt im Musterländle, über 400.000. Das soll schon was heißen. Sie erkennt ja das Musterländle, das da unten liegt und Baden-Württemberg heißt, nicht? Es wird schwierig jetzt. Da müssen die Leute selber mäßiger werden, weil sie nicht mehr so können wie früher. In Oberschlesien sagten die Leute Urschen. Das Vergeuden, ja, das ist jetzt nicht mehr so. Sie müssen genau überlegen, was sie tun. Petrus sagt, von innen heraus muss das kommen.
Ihr könnt euch dadurch geben, die Regale sehen. Ja und? Es wird von Sokrates erzählt, dem großen griechischen Philosophen. Ich weiß nicht, wie er zum Hafen kommt. Ich habe auch jetzt nicht mehr genau gegenwärtig, in welcher Stadt das war. Das sagt er, und da sieht er eben, wie die ganzen Güter verschifft werden. Und wie Wagenladungen ankommen. Die griechischen Kaufleute, bevor überhaupt das Militär kam von den Griechen, haben die schon ihre Niederlassungen überall gehabt. Natürlich auch die Phönizier, aber auch die Griechen. Die haben auch hinten in Spanien gesiedelt. Überall waren sie, die Kaufleute. Ja, das sagt Sokrates. Nur gut, dass es viele Dinge gibt, die ich nicht brauche. Bei all den Gütern, die er dort sieht, die verladen werden, von Wagen auf Schiffe, von Schiffe auf Wagen, die Getreideschiffe kommen aus Ägypten und so weiter und so fort, die ganzen Töpfereien, die aus Griechenland kommen, aus Kreta, ach, was sind da für berühmte Sachen gewesen. Und heute, ach, heute, mein lieber Sokrates, geh doch mal durch unsere Kaufhäuser. Als die ersten Leute durch den eisernen Vorhang mal hindurchschlüpfen konnten und kamen in den Westen, die sind ja bald in Ohnmacht gefallen. Was sie in Deutschland gesehen haben, die sind am Boden zerstört nach Hause gekommen. Wieso? Wir haben doch gewonnen, wir haben doch die Deutschen besiegt. Da ist ja ein Wohlstand da drüben. Hier wird einem ja schwindelig, wenn man nur ansieht. Und was sollte man da kaufen oder mitnehmen? Das ist ja unheimlich. Ja, ihr Lieben, in dem Land leben wir. Mäßigkeit. Selbstbeherrschung, in der Mäßigkeit Geduld oder in der Enthaltsamkeit Geduld. Geduld wird auch mit Ausharren übersetzt. Im Griechischen heißt Geduld drunter bleiben, einfach drunter bleiben, mit deinem ungläubigen Mann drunter bleiben, in deiner Firma mit deinen ungläubigen Leuten drunter bleiben, in deinem Beruf als Krankenschwester oder was du für einen Beruf hast, drunter bleiben mit dem schwierigen Chef, mit dem seltsamen Nachbarn, drunter bleiben. Das heißt eigentlich ausharren, das ist eigentlich Geduld, Glauben, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld und Gottseligkeit. Was ist Gottseligkeit, ihr Lieben? Aus dem Ausharren kommt die Gottseligkeit und aus der Gottseligkeit die Bruderliebe und aus der Bruderliebe die allgemeine Liebe. Was ist Gottseligkeit? Ein uns unbekanntes Wort. Na, es ist ein griechisches Grundwort hier. Das könnte man übersetzen, aber da ist uns wenig geholfen. Gottseligkeit ist die Seligkeit, dass wir im Glaubenswandel Gott erfahren, erleben, von Tag zu Tag neu erleben und dadurch Mut und Freudigkeit haben, in Gott, in Christus, in diesem Glaubenswandel zu bleiben, nichts mehr zu tun haben wollen mit der vergänglichen Lust der Welt. Da kommen wir in eine Seligkeit hinein, die die Heilige Schrift mit Gottseligkeit beschreibt, jedenfalls in unserer deutschen Sprache. Es gibt eine Seligkeit in Gott, ohne Weinseligkeit, ohne Schnapsseligkeit, ohne Geldseligkeit. Wir wissen ja, dieses Wort Seligkeit ist ja auf viele andere Dinge übertragen in unserem Leben. Nein, wir wollen nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben. Nichts mehr mit dem Rausch Olympiaseligkeit. Ach du liebe Zeit. Erst sind sie alle nach England gefahren, da war Europameisterschaft, dann fuhren sie alle nach Atlanta, nach dem Süden von Amerika und das kostet Geld. Oh, das war eine Seligkeit. Die Leute sind ja bald übergeschnappt, wie die geschrien und ihre Fahne geschwenkt haben und über alle Gitter gesprungen sind und Tausende, Tausende, Tausende gezahlt haben. Tja, das ist ihre Seligkeit. Hier steht Gottseligkeit. Je tiefer wir in Gott eindringen, umso mehr kommen wir in die Gemeinschaft mit Gott, umso mehr üben wir uns in der Gottseligkeit, so schreibt Paulus an Timotheus. Und aus der Gottseligkeit, aus dieser tiefen Gemeinschaft mit dem Herrn, kommt die brüderliche Liebe. Ist ja schade, dass man immer das nur bei Junggläubigen sieht, die so die ersten 5 Jahre gläubig sind. Da spürt man das so, diese Gottseligkeit mit der brüderlichen Liebe. Und aus der brüderlichen Liebe kommt die allgemeine Liebe. Bei manchen erkaltet ja die Liebe, das wissen wir. Aber oft ist es noch bei Junggläubigen so. In der Gottseligkeit brüderliche Liebe, Bruderliebe, Philos, Adelphos, Adelphos der Bruder, Philos die Liebe, Philadelphia.
Das ist die Bruderliebe, von der lesen wir auch in den Sendschreiben. Und in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe. Der Mensch hat keine Liebe. Doch, doch, er hat Eigenliebe. Aber die Eigenliebe zerstört auch. Zerstört ihn selbst und zerstört auch die Familie, die Ehe, die Kinder. Wie können Mütter egoistisch sein? Sie zerstören alles bei ihren Kindern. Und wie oft habe ich so mit diesen Kindern gesprochen? Die werden dann etwas größer, erwachsener. Die können das dann langsam beurteilen. Ja, wenn sie wüssten, was meine Mutter für ein Haustier an war. Und dann hört man die möglichen, unmöglichen Beschreibungen. Das ist keine Liebe. Nein. Es heißt hier allgemeine Liebe. Das ist die Liebe Jesu Christi, die selbstlose Liebe. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Dass diese Liebe, die in 1. Korinther 13 beschrieben wird, dass die auf alles angewendet und übertragen wird. Jetzt ist Petrus eigentlich zu Ende. Wir haben den Gruß, Gnade, Friede in der Kenntnis Jesu Christi. Jetzt hat er von der Kenntnis aus dieses Panorama entfaltet bis Vers 7 mit einem Wort zusammengefasst, Gottseligkeit. Und nun Vers 8, nochmal zurück zu Vers 2, viel Gnade und Frieden. Jetzt sagt er im Vers 8, wo solches reichlich bei euch ist. Reichlich. Wir müssen reich sein. Das Sammeln hier auf Erden ist eitles Kinderspiel. Im Himmel reich zu werden, das ist das rechte Ziel. Unvergesslich, was Hiller gedichtet hat. Unvergleichlich, wie er das zum Ausdruck gebracht hat. Im Himmel reich zu werden, das ist das rechte Ziel. Reich, reichlich. Wir sollen im Himmel reich werden, reich in Gott. Ein berühmtes Büchlein von Christina Roll. Reich in Gott. Denn wo solches reichlich ist, wo ihr in diesen geistigen Dingen reichlich seid, reich seid, diese Gottseligkeit, denn so solches reichlich bei euch ist, wird euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in der Kenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Er zieht also diesen roten Faden in Vers 8 weiter. Es ist reichlich vorhanden. Faul kann man auch mit träge übersetzen. Unfruchtbar kann auch heißen ohne Frucht, leer. In Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi, faul. Das riecht man manchmal, wie faul es zugeht, wo Leute noch die äußere Schale haben. Manche Leute sind wie ein ausgebrannter Vulkan. Da steht ein riesiger Kegel, wo früher mal die glühende Lavamasse gekocht hat. Und jetzt ist alles tot und leer und kalt und starr. Leider. Denn wo solches reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in der Kenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Sie sehen also, aus der Gottseligkeit, aus der Christuserkenntnis kommt die Fruchtbarkeit. Wir können nur fruchtbar sein für den Herrn, wenn wir Erkenntnis Jesu Christi haben. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, Gott, erkennen und den, den du gesandt hast. Gott erkennen macht unser Leben fruchtbar, ganz eindeutig. Wird's euch nicht unfruchtbar sein lassen, in der Kenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Wer aber solches nicht hat, wer nicht fruchtbar ist, wer es nicht reichlich hat, der ist blind, kurzsichtig. Der ist blind, tappt mit der Hand, der kann gar nicht richtig sehen. Der ist kurzsichtig. Der wird blind und er hat vergessen, von wie viel vorigen Sünden er gereinigt worden ist. Oh, oh, ihr Lieben, das ist ein Wort, das geht in die Tiefe. Die vorigen Sünden vor der Bekehrung. Wie viele Gläubige schleppen das noch mit jahrelang, jahrelang, jahrelang. Sie haben es vergessen. Sie haben es verdrängt, sie wollten nicht mehr dran denken, sie schämten sich, das war die vorigen Sünde. Aber Gott hat ihnen doch die Sünden vergeben, ja. Er hat sie doch gereinigt von den vorigen Sünden, ja. Das haben sie vergessen, von wie vielen Sünden sie gereinigt worden sind. Und jetzt sind sie schon jahrelang gläubig. Ich weiß gar nicht, wem ich mich anvertrauen könnte,
Und wissen Sie, bei uns, das geht dann durch die ganze Gemeinde und ach, ich habe eine Sündennot und ja, dann schleppt man die Sünde jahrelang mit. Jahrelang. Das ist schlimm, ihr Lieben. Die vorigen Sünden, denkt daran, wie viel Sünden euch der Heiland vergeben hat. Denkt daran, dass die vorigen Sünden vergeben. Und wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr blind. Dann vergesst ihr die Reinigung der vorigen Sünden. Vers 10. Darum, man kommt ein Einschnitt in unseren Text. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr. Jetzt kommen wir wieder zurück nach 1. Petrus 2,9. Eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das ist es ja, das große Geheimnis. Die Berufung und Erwählung. Dass wir aus den Heiden berufen und erwählt sind. Das auserwählte Geschlecht, so hörten wir, dass wir berufen sind, die Berufung und Erwählung festzumachen. Warum sollen wir es festmachen? Wieso? Der Anker unserer Seligkeit ist doch festgemacht im Himmel. Da sieht man, wie gefährlich das ist, wenn Worte einseitig betont werden. Der Anker unserer Seligkeit ist festgemacht. Da steht geschrieben in Hebräer Kapitel 6, Vers 19 und 20. Warum steht hier, dass wir die Berufung und Erwählung festmachen sollen? Warum? Na, das hat einen praktischen Grund. Denn wenn ihr solches tut, so werdet ihr niemals straucheln. Denn so ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Und also wird euch reichlich dargereicht. Auf diese Weise wird euch reichlich dargereicht der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heiland ist Jesu Christi. Und was ist das Gegenteil? Seh dich wie durchs Feuer. Das ist kein reichlicher Eingang, wenn der Herr uns ruft. Wenn man dann oft spürt, bei lieben Geschwistern, was sie für ein schweres Sterben haben. Das ist kein reichlicher Eingang. Ja, wir sollen alles reichlich haben. Man müsste nur bei diesen kleinen deutschen Wörtlein bleiben. Reichlich. Was wir eben schon hörten in Vers 8, so solches bei uns reichlich ist, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Ja? Und wenn wir in diesem Reichtum der Gottseligkeit wandeln, da wird uns reichlich dargereicht, ist auch wieder ein Geschenk, eine Gabe, das können wir nicht selber machen. Die Türen im Himmel werden von innen geöffnet. Die Türen in die Herrlichkeit stehen weit, weit, weit offen, nicht nur für den Augenblick, wo ein Kind Gottes gerade die letzten Wochen und Tage seines Erdendaseins spürt, der Heiland kommt, jetzt führt er mich in die ewige Herrlichkeit. Nein, sondern dass vom Prinzip her der Lösung her der Himmel für uns offen ist. Nicht nur singen in dem Glück der ersten jungen Liebe. Ich bin zum Heiland gekommen, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Warum? Das ist doch klar. Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Was können Junggläubige singen und dann wird es wieder vergessen, nicht? Nein. Sondern hier heißt es, wenn wir die Berufung oder Erwählung festmachen, werden wir nicht straucheln. 4. Mose 13 und 14, die sind aber gestrauchelt. Von den 603.550 waffenfähigen Männern, die mit Namen genannt waren, da sind nur zwei ins verheißene Land gekommen, Josa und Kaleb. Und die anderen sind gestrauchelt. Aber wie die gestrauchelt sind, das ist ja unheimlich, was wir 4. Mose lesen. 4. Mose 11, Lustgräber, 4. Mose 12. Die Miriam wird aussätzig, weil sich gegen Mose empört mit dem Aaron. Kapitel 13 und 14. Die 10 Kundschafter machen das ganze Volk irre. Kapitel 16, die Rotte Koras. Kapitel 17, fallen noch einmal 14.700 Mann bei dem grünen Stab Aarons. Das geht ja noch weiter, das kommt ja dann noch die eherne Schlange, Kapitel 21, das ist ja unheimlich, was hier passiert. Ja, die sind gestrauchelt, aber wie? Und die sind liegen geblieben in der Wüste. Man hat schnell Erde über sie geworfen, damit nicht die Adler kommen, besser gesagt die Geier. Die Adler sind mehr oben auf den Golanhöhen, wir sahen ja hier schon einen Adler da oben schwirren, man erkennt ihn an den ausgespreizt an seiner Flügelenden. Und unten in der Wüste, Negev und Sinai, da sind mehr die Geier. Gibt auch Adler, aber so ungefähr plump ausgedrückt für uns als Laien.
So, die Leute müssen beerdigt werden. Warum? Die sind gefallen. Die sind gestrauchelt. Sie wurden niedergeschlagen in der Wüste. 1. Korinther 10, Vers 6. Niedergeschlagen, jetzt liegen sie da. Jetzt müssen sie beerdigt werden. Und so sagt Petrus, bitte nicht straucheln. Nicht hinfallen. Ihr müsst eure Berufung und Erwählung festmachen. Ihr müsst euch an den Herrn klammern. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Das heißt Berufung und Erwählung festmachen. Und wenn man etwas festmacht, da darf nichts dazwischen stehen. Und was zwischen uns und dem Herrn stehen kann, um das Band unserer Liebe zu lockern, das ist die Sünde. Lasset die Sonne nicht über dem Zorne untergehen. Keine Sünde dulden zwischen uns und dem Herrn. Da wird's locker, wenn da was dazwischen kommt. Da wird's wackelig. Nein. Wenn wir die Berufung und Erwählung festmachen, alle Sünde muss bereinigt werden, dann werden wir nicht straucheln. Da wird uns reichlich dargereicht werden, da stehen die Türen offen, der Himmel steht offen und dann können wir den Eingang haben zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Na, das sind Gedanken. Hier spüren wir, was Gottes Seligkeit ist. Wie der einfache Fischer vom See Genezareth. Der Simon Petrus, sein Bruder Andreas war ja auch mit dabei, steht ja in Matthäus 4, als die beiden berufen wurden, auch die beiden Zebedäus-Söhne, Jakobus und Johannes. Tja, Simon Petrus, was ist aus dir geworden? Du bist wirklich ein Apostel, ein Knecht Jesu Christi. Von Vers 1 bis Vers 11 zieht er diesen wunderbaren Gedankengang durch. Ganz wunderbar, was er uns hier sagt. Dieses Praktische. Tja, und warum redet er so praktisch von der Erkenntnis, von der Gottseligkeit, die wir in unserem Heiland Jesus Christus haben? Na, es geht dem Ziele zu, ihr Lieben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das den zweiten Petrusbrief inhaltlich zu erfassen, mit einem Thema zu versehen, eine Überschrift drüber zu setzen, dem Ziele zu. So haben wir den zweiten Petrusbrief überschrieben. Und wir merken, wie wirklich Petrus in seiner Darlegung uns dem Ziele zuführt. Es fängt an mit dem Glauben, mit der Gerechtigkeit, mit der göttlichen Kraft, mit dem göttlichen Wandel, mit der herrlichen Verheißung, mit dem Fliehen der Lust dieser Welt. Das ist alles noch auf dieser Erde. Und dann denkt man, jetzt geht's auf eine Stufenleiter weiter. Glauben, Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Gottseligkeit, brüderliche Liebe, allgemeine Liebe. Das spürt man, als ob das so stufenweise dem Herrn immer näher geht, wie wir gesungen haben. Meine Heimat ist dort in der Höhe. So, jetzt geht's weiter, Vers 8. Reichlich, reichlich, nur nicht faul, nur nicht blind, nur nicht mit der Hand tappen, nur nicht die Reinigung der vorigen Sünden vergessen. Es geht immer weiter dem Ziele zu. Macht eure Berufung der Erwählung fest, Vers 10. Ihr werdet nicht straucheln, Vers 10. Es wird euch reichlich dargereicht werden, Vers 11. Jetzt geht's in die ewige himmlische Herrlichkeit. In 11 Versen führt uns der Apostel Petrus, man möchte fast sagen, in einem langen Gedankengang, in einem Bandwurmsatz, führt er uns durch zum Herrn, da wo wir sollen ewig sein. Dem Ziele zu. Deswegen das Thema über den zweiten Petrusbrief. Deswegen Wandel in der Heiligung. Das ist die Grundbedingung auf das Kommen des Herrn, dass wir das Ziel erreichen. Wunderbar. Jetzt unterbricht Petrus und beginnt einen ganz neuen Gedanken. Er ist nämlich auch schon ziemlich nahe an der offenen Himmelstür. Denn er muss ja seine Hütte ablegen. Tja, diese Hütte kennen wir. Und je älter wir werden, umso mehr macht uns diese Hütte zu schaffen. Und er sagt eigentlich die gleichen Worte, die wir schon beim Apostel Paulus gehört haben. 2. Korinther 5, Vers 1. Wir wissen aber, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird. Und das tut weh, das Zerbrechen. Wenn diese Hütte zerbricht, wenn wir das ablegen müssen, dass wir nicht entkleidet, sondern überkleidet sind. 2. Korinther 5, Vers 4, die, weil wir in der Hütte sind, sehen wir uns und sind beschwert.
Oh, je älter wir werden, umso mehr sind wir in dieser Hütte beschwert. Und niemand anders als derjenige, der wirklich auf der Sonnenseite des Lebens gelebt hat, der weise König Salomo. Er spricht davon, wenn wir die Hütte ablegen müssen, und der weise König Salomo musste vieles ablegen, hat alles zurücklassen müssen. Wir haben ja Gott sei Dank noch seine Weisheitsworte, die ihm Gott geschenkt hat. Aber da warnt er uns, auch am Ende des Predigerbuches, im letzten Kapitel, im 12. Kapitel, Prediger 12. Gedenke an deine Schöpfung in deiner Jugend. Ihr Jugendlichen, hört zu, was hier geschrieben steht. Ehe denn die bösen Tage kommen, die Jahre zutreten, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Naja, böse Tage, die gehen auch vorüber, aber die Jahre, Jahre, Jahre sollen wir darin leben, dass unsere Hütte zerbricht? Ja, das ist die Frucht des Sündenfalles. Wes Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Und wenn ein Kindlein geboren wird, dann ist der Todeskeim schon in diesem Kindlein. Ach, wie oft ist das Kindlein krank geworden. Kinderkrankheiten, sagt man. Und ehe so ein Kindlein groß wird, und was alles noch passieren kann. Ja, ja. Der Mensch wird geboren, um zu sterben. Nicht nur böse Tage, die Jahre, wenn sie alt werden, wenn man ins Pensionsalter kommt, die gefallen mir nicht. Warum nicht? Ehe denn die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden. Die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Wieso nach dem Regen kommt doch Sonnenschein? Nein, hier kommen Wolken. Was? Gibt's kein schönes Wetter? Nein. Die Wolken kommen wieder nach dem Regen. Das ist so richtig ausgedrückt, wie das in Israel ist. Wir brauchen noch nach Westen schauen. Ach, die schwarze Wolkenwand ist vorüber. Ach, im Westen scheint die Sonne. Es wird wieder schön, wunderbar. Ach, da kommen schon wieder neue Wolken. Schon wieder so eine schwarze Wolkenwand vom Mittelmeer. Und dann regnet es. Wir haben das 1980, 81 Mal erlebt. Das hörte man. Feiner Nieselregen. Manchmal auch gewaltige Regenmassen, die runterkommen. Ach, jetzt scheint die Sonne wieder. Wie schön. Moment, da kommt ja schon wieder eine schwarze Wolkenwand. Immer wieder kommen die Wolken nach dem Regen. In Israel ist das anders wie bei uns. Dann regnet das, Frühregen, Spätregen und dann scheint die Sonne. Immerhin 300 Tage im Jahr. Also wenn es 65 Tage regnet, das ist schon eine Sensation für dieses Land. Und jetzt sagt hier der weise König Salomo, es wird finster, die Wolken kommen wieder nach dem Regen. Nicht die Sonne kommt nach, die Wolken. Wir sind alt, wir sind krank und, ach, es geht ein bisschen besser. Liegt mal wieder, nicht. Schon wieder eine neue Krankheit, schon wieder ein neues Wehwehchen. Das ist so, wenn man alt wird, wenn die Hütte zerbricht. Zur Zeit, wenn die Hüter im Hause zittern. Na, die können aber zittern, die Hüter im Hause. Wenn sich krümmen die Starken, unsere starken Beine, die krümmen sich dann. Wenn müßig stehen die Müller, weil ihr so wenig geworden sind. Die hatten alle nicht früher so dolle Zahnersatz, was sie heute haben. Manchmal sieht man es ja den Leuten an, dass viele Müller neu gemacht worden sind, nicht? Die Zähne werden auch eingepflanzt, aber früher war das nicht so. Da waren wenige Müller. Da war der Mund zahnlos, ja? Die Müller sind immer weniger geworden. Und die sind finster, die durch die Fenster schauen. Wir haben hier so zwei große Fenster hier vorne, rechts und links vor der Nase. Und die werden finster. Ja, heute kann man operieren, nicht? Da gibt es verschiedene Starrkrankheiten. Da kann man einem Menschen bis 70% und mehr das Augenlicht wieder schenken. Da wird einfach mit Laserstrahl operiert. Ach, was die heute können. Das war früher nicht. Sie waren finster, die durch die Fenster schauten und die Tür an der Gasse geschlossen werden, dass die Stimme der Mühle leise wird und man erwacht, wenn der Vogel singt. Der singt meistens morgens um 3:30. 4 Uhr, 4:30. Jede Nacht wirst du wach. Warum eigentlich? Ja, das ist, wenn der Vogel anfängt zu singen. Erst eine und dann, wir haben das in Israel am See Genezareth. Das ist ein Konzert, wenn dort die Vögel singen. Am Abend natürlich auch, bevor sie schlafen gehen. Da gibt es große Alleen von Gummibäumen. Und da sitzen sie zu Tausenden. Dann jubilieren sie, das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe manchmal schon gedacht, man müsste das mit einem Tonbandgerät aufnehmen. Und dann, tja, dann singt der Vogel, ein einziger fängt an, bevor so der erste Sonnenstrahl sich sehen lässt. Das ist die Zeit,
Da wird man wach, wenn der Vogel singt. Und das ist auch die Zeit, wo manch einer in die Ewigkeit abgerufen wird, weil das Herz so schwach geworden ist, dass das Herz das Kommen eines neuen Tages nicht mehr schafft. Das ist die Zeit, wo manch einer in die Ewigkeit gerufen wird. Ich habe es erlebt in den Jahren meines Gemeindedienstes. Es war immer so die Zeit, morgens zwischen 3 und 5 und 6 Uhr, ach, unsere Mutter ist heimgegangen. Unser Vater ist die Nacht gestorben. Ja, ja, da wird man wach, wenn der Vogel singt. Gedämpft sind alle Töchter des Gesanges, gedämpft. Die hatten nicht die Hörgeräte, ist alles so gedämpft. Man ist mittendrin, aber kommt so dumpf an unser Ohr. Wie bitte? Was sagten sie? Ist alles so gedämpft? Die hören etwas, der Mund bewegt sich. Ist Akustik um sie herum, manchmal zu viel. Man hört ja alle, dass hier gesprochen und gesungen wird. Aber was denn bitte? Gedämpft sind alle Töchter des Gesanges. Wenn man sie vor den Höhen fürchtet, ach, ich gehe doch nicht mit. Da müssen wir die Straße da hoch. Nein, nein, das ist mir so anstrengend. Bloß nicht. Da gehe ich doch nicht mit auf diese Höhen. Und sie scheut auf dem Wege. Wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke belagen wird und alle Lust vergeht, der Mensch wird dahin, da ewig bleibt. Und die Klageleute gehen nur mehr auf der Gasse. Siehst du, da ist wieder einer gestorben. Hast du das schwarze Auto gesehen? Warum fährt denn das am Sonntagmorgen um 9:30 hier durch unsere Straße? Da drüber ist einer die Nacht gestorben. Was? Der ist doch erstmal gerade 70 Jahre geworden. Ist schon tot? Ja. Die Nacht. Heute sind keine Klageleute mehr. Heute fahren die schwarzen Autos. Beerdigungsinstitute. Ehe der silberne Strick wegkommt, die goldene Schale zerbreche, der Eimer zerfalle an der Quelle und das Rad zerbrochen werde am Born. Ja, das kennen wir doch, ihr Lieben. Silberner Strick, goldene Schale, Eimer zerfalle, zerbrochen wird am Born. Da wird zerbrochen hier. Das Herz fängt ganz langsam an zu pochen und auf einmal zerbricht das. Es schlägt nicht mehr. Und wenn das Herz auffängt zu schlagen, wenn dieses Rad am Born zerbricht, dieser Eimer an der Quelle, dann brechen auch die Augen. Wenn das Herz bricht, dann bricht auch das Augen. Und dann ist alles zerbrochen. Die goldene Schale ist zerbrochen. Und das ist das Goldenste vom Golden, unser Herz. Wenn das nicht mehr geht, dann bleibt alles stehen. Der Eimer zerfällt an der Quelle, das Rad wird zerbrochen am Born. Und dieses Rad geht ja nun schon seit Jahren. Nehmen wir mal an, wenn ein Mensch 70 oder 80 wird, mancher früher, oh, was ist das gegangen? Wir wissen ja alle, wie oft ein Herz schlägt. Wir haben auch heute neuerdings Blutdruckmessgeräte. 67 Pulsschläge. Man kann alles genau kontrollieren. Obere Wert ist 142, der untere Wert ist vielleicht 97. Oh, das geht einigermaßen. Und dann beobachtet man wieder Eimer an der Quelle und wie das Rad am Born ist, wie das alles bewegt. Ach, es geht ja noch. Vielleicht komme ich durch. Ach, ich muss ein gutes Kreislaufmittel nehmen. Nein, andere haben wieder zu hohen Blutdruck. Bloß nicht. Wir wissen ja, wie das alles ist. Der König Salomo kleidet das hier in poetische Worte. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist. Und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Alles ganz eitel. Eitel heißt vergänglich. Auch die Hütte, in der wir leben, genannt unser sterblicher Leib, das ist vergänglich, ihr Lieben. Und davon spricht Petrus. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, wiewohl ihr das alles wisset. Sicher, ich sage doch nichts Neues hier. Steht doch nichts Neues im Petrusbrief, das wissen wir. Aber wir müssen erinnert werden. Wir müssen gestärkt sein in der gegenwärtigen Wahrheit. Das ist so wie der schöne Luther-Übersetzung. Denn ich achte es für billig. Wunderbar. Denn ich achte es für billig. Das ist schöne Luther-Übersetzung. Solange ich in der Hütte bin, man kann auch sagen, das ist richtig und recht, dass ich euch erinnere. Ich achte es für billig. Solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erinnern und zu erwecken. Siehst du? Wir können einschlafen auf dem Glaubensleben. Wir müssen erweckt werden. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald ablegen muss, wie mir denn auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Siehst du?
Der Herr hat seinem Knechte früh genug Mitteilung gegeben. Du bist nicht unvorbereitet. Der Herr sagt es seinem Knecht. Ich will aber Fleiß tun. Er wartet nicht nur Fleiß, der Petrus. Er sagt nicht nur, seid fleißig. Nein, ich will aber Fleiß tun, dass ihr alle Zeit nach meinem Abschied solches im Gedächtnis halten könnt. Und sie haben es im Gedächtnis behalten. Und die, die darüber gestorben sind, tja, wir haben ja die beiden Petrusbriefe. Das sind ja Leute gewesen, die haben die gesammelt, die sind ja nicht untergegangen. Vielleicht ist dieses und jenes untergegangen und verschwunden, was die Apostel geschrieben haben. Aber der erste und zweite Petrusbrief ist uns geblieben, damit wir es im Gedächtnis behalten können, nach seinem Abschied, schon bald 2000 Jahre zurück oder 1900 Jahre, dieser Abschied vom Apostel Petrus. Und nun, er hat seine Hütte abgelegt. Jetzt werden wir erinnert, erweckt, heißt es hier. Wir müssen erweckt werden. Dort, wo wir sollten ewig sein, dort richten wir uns gar wenig ein. Wir müssen uns einrichten auf die himmlische Heimat. Wir müssen äußerlich unser Haus bestellen. Wir müssen uns innerlich vorbereiten. Wir müssen die Kompassnadel unseres Herzens auf die himmlische Heimat ausrichten. Das ist der Anfang der Botschaft aus dem zweiten Petrusbrief, die Fortsetzung, der Übergang vom ersten zum zweiten Brief. Und da wollen wir Fortsetzung machen, damit wir hören, wie es dem Ziele zugeht und wie wir immer näher diesem herrlichen Ziel kommen. Der Herr möge uns doch darin tief und reich segnen.